Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic 7. Ja, die letzte Folge ging ja nicht ganz so gut aus, weil diese Teufel, von denen wir ganze zwei tot bekommen hatten, uns das Mana abgesaugt hatten. Bart war gestorben und, na gut, ihr kennt das Drama vom letzten Mal. Und diesmal werden wir uns da ein bisschen besser vorbereiten. Und zwar machen wir zuerst mal die üblichen Buffs und dann machen wir darüber hinaus noch ein bisschen was mehr. An die Situation dann so ein bisschen angepasst und ich hoffe, dass es dann besser läuft. Ja, viel schlechter wäre schwierig, aber wir konnten es ja nochmal retten und wir haben ja jetzt auch gerade abgespeichert. Wir haben da, wo wir stehen, ein Leuchtfeuer. Damit bin ich auch gerade hierher zurückgekommen. Ich war nämlich mit den Helden nochmal in der Stadt und habe sie nochmal ruhen lassen. So, jetzt haben wir die Rüstung. Dann hätte ich noch gerne Schmerzreflexion. So, und dann nochmal zu dir. Von dir hätte ich gerne Bewahrung. Denn dann können wir eigentlich nicht mehr sterben. Zwar durch diese Instant-Tod-Sprüche von Minotauren-Lords und Titanen können wir noch sterben, das haben wir schon erfahren. Aber dieser normale Schaden der Teufel sollten wir eigentlich nicht mehr sterben können, sondern nur noch bewusstlos werden. Und wenn wir das haben, machen wir da noch on top eine Regeneration. Und dann sollten wir für eine Weile dann auch geheilt bleiben. Also, ja, solange der Zauber aktiv ist, ich habe keine Ahnung, wie lange der aktiv ist. Achso, eine Stunde pro Fähigkeitswert. Ich glaube, sie hat mittlerweile 12, 13 Punkte in Körpermagie. Also 12, 13 Stunden sollte passen. Und wenn das Ganze ein Gruppenzauber wäre, wäre ich noch viel glücklicher. Aber das zusammen mit Bewahrung sollte uns hoffentlich das Leben erleichtern. Auch wenn mal jemand dann bewusstlos wird. Jeder hat ja ein Lebenspunkte-Regenerations-Item an. Und dann sollten die Leute auch wieder selbst wach werden. So, habe ich noch irgendwas vergessen. Wir können noch Feuerresistenz, scheint mir sinnvoll. Und ja, machen wir einfach noch ein paar Resistenzen. Schaden kann das nicht. Und zu guter Letzt machen wir noch ein... Ach so, Schild könnten wir noch machen. Es ist gegen Geschosse. Keine Ahnung, ob das hier eine Rolle spielt. Jetzt haben wir es. Und dann noch Wasserresi. Und Erde fehlt noch. Sehr schön. So, jetzt fühlen wir uns gewappnet. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen von dem, was wir buffen wollten. Dann schauen wir mal, ob es weiterhin so schlimm bleibt. Also Anführerteufel klingt ja schon nach den etwas stärkeren. Hallo erstmal, Arbeiter, zwei Anführer. Dann können wir die ein bisschen zurücklocken? Ich würde die gerne im Nahkampf nehmen. Aber ohne, dass potenziell von der Seite uns nochmal jemand in die Parade fährt. Aber die Teufel möchten da nicht kooperativ sein. Hä, wo seid denn ihr jetzt hin? Ja, Krankheiten machen sie auch noch. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist gar nicht schlimm. So. Ich kann eigentlich ein Skelett krank werden. Egal, die haben sich verdrückt. Dann nehmen wir uns den Arbeiterteufel vor. Ja, Bart, du sparst mal Mana. Und der ist auch schon tot. Er hat eine Reagenz verloren. Dann schauen wir mal nach den anderen beiden. Fangen wir mal mit dem an. So, lass die Finger von unserem Mana. Bitte. Nur eine leichte Wunde. Ja, Mana von Bart ist auch schon weg. Ich hätte es einfach nutzen sollen. Aber ja, hinterher ist man immer schlauer. Zumindest was hat ihr Mana noch? Nur eine Katze. Und das sollte sie dann jetzt auch verwenden. Auf den guten Bart. Der scheint hier Tage Number One zu sein. Und er ist halt auch ein bisschen mimöschen, das kennen wir ja. Ja, jetzt ist Heiler Mana auch Geschichte. Wird schon irgendwie. Was macht schön Piu-Piu. Das gefällt mir.
Ja, jetzt Tacitus Mana weg, aber das ist eh nicht so schlimm. So, der ist tot. Da mal rankuscheln. So, und jetzt muss die Regeneration uns heilen. Leichte Wunde. Ja, das Mana ist weg. Da brauchst du dir gar keine Mühe zu geben. Das Mana ist Geschichte. Oh Mann. Nur eine leichte Wunde. Ja, jetzt könnte die Regeneration mal ticken. Vor allem bei Bud. Mal schauen. Nur eine leichte Wunde. Ey, was war denn das? Ach so, ich hab die Eile vergessen. Ich hab's noch gesagt. Ja, muss auch so gehen. Ja, jetzt hat die Regeneration getickt. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, wir haben eine Taktik gefunden, wie wir hier durchkommen. Zumindest bis jetzt. So, der ist fast tot. Unglaublich. Ja, warst du, bist echt unvergleichlich, ja? Möchte ich dir recht geben? Das waren gelbe Reagenzien. Was ist unvergleichlich? Ist ja auch unsere Chefin. Ein Kriegerteufel. Den hatten wir hier drin noch nicht, aber ich glaube draußen haben wir die schon mal gesehen. So, den Arbeiterteufel. Ja, den hauen wir mal eben aus den Latschen. Mit dem haben wir keine Probleme. Da ist wieder eine Tür. Das ist für uns von Vorteil. Da kann uns jetzt erstmal keiner nochmal zusätzlich anfallen. Ja, Krankheit. Hast du genug Mana dafür? Nein, nicht. Ist ja nur ein Kratzer? Aber ja, eventuell haben wir noch irgendwo Krankheit heilen als Rolle oder als Trank. Ja, es zieht ziemlich die Werte runter. Das ist nicht schön, das ist gar nicht schön. Gut, dann schauen wir mal. Krankheit heilen. Das war orange. Orange können wir durchaus noch fabrizieren. Dann machen wir das so. So, dann machen wir mal Pause und die Tür auf. Zwei Arbeiter, ein komisches Ding. Geld. Ach, ich kann auch nicht alles. Billigen Gürtel. Rein da. Oh, eine leichte Wunde. Gut. Eine Truhe. Nicht aus Versehen raufklicken, da sollten wir Varric ranlassen. So. Komm, stirb. Sei so nett. Nur eine leichte Wunde. So, und wir sind grün. Das ist sicher. So haben wir hier einen Punkt, wo wir schlafen können. Denn vor die Tür können wir ja nicht. Das wissen wir ja. Obwohl, ja, Butter würde ich nicht unbedingt sagen, wenig nützlich, weil 15 Ausdauer und 5 Rüstung. Schauen wir später mal danach. Aber jetzt zuerst mal die Truhe. Varric? Das war jetzt enttäuschend. Na gut. Wenig nützlich. Wir haben ja überlebt. Ein Smaragd drin, den kannst du später verzaubern. Den kannst du eventuell auch verzaubern. Wieso kannst du den nicht identifizieren? Willst du mich veralbern? Können wir die trotzdem tragen? Bart, versuch mal, ob du die tragen kannst. Ja, geht. Gib dein Alles. Hier ist kein Platz mehr. Erst müssen wir etwas loswerden. Da ist kein Platz mehr. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich habe keinen Platz mehr. Dann machen wir das so, dann haben wir die Schuhe unter. Dann machen wir das dahin und dann passt zu deinen Innereien noch deinen Stab. So. Wenig nützlich. Da stimme ich dir zu. So. Da nicht so viel Zeit verlieren, hast du Mana für eine Eile. Ja, hat er. So, jetzt haben wir dann zwei Blaster. Leute, ich habe es jetzt nicht unseren Nahkämpfern gegeben, weil die ja an sich ohne Mana schon einiges an Schaden machen. Und Bad eher nicht so ohne Mana. So,
So, jetzt ist er erstmal verdächtig ruhig. Wärt ihr irgendwie bereit, euch so ein bisschen zu verteilen? Oh. Sorry, Bud. Geht das? Nicht sehr kooperativ, die Leute. Dann gehen wir noch mal kurz zurück und tanken Mana. War da jetzt im Nahkampf rein? Scheint mir nicht so gut zu sein. So, dann machen wir zuerst mal ein Warten. Jetzt die Eile wieder ausgelaufen und dann ein Krankheit heilen auf Tacitus und dann schlafen wir richtig. Und na gut, dann buffen wir nochmal durch. Kennen wir das Prozedere? Dann hoffe ich, dass unser lieber Bud da mal so ein bisschen was reinzimmern kann. Ich weiß gar nicht mehr, ob Dunkel-Schattenmagie hat das geholfen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Das war alles gestern. Gestern ist schon so lange her. Eigentlich nicht. Wir haben nämlich jetzt heute Morgen. Egal, probieren wir dann einfach nochmal. Also ich weiß, Luftmagie ging auf jeden Fall, Feuer ging nicht. Das weiß ich noch. Darüber hinaus bin ich mir jetzt arg unsicher. So, noch die Rüstung. Die Luftresistenz. Die Erdresistenz. Wo war nochmal der Schildzauber? Der war da. Und ich sollte jetzt nicht so durcheinander buffen. Dann habe ich die Hälfte vergessen. Auge haben wir. Irgendwas wollte ich noch machen. Ach so, ja, Eile. Da war was. So, Jungs und Mädels, also Jungs und Mädel, wir schauen. Da war nämlich auch einer von den bösen Mana-Saugern dabei. Da können wir das Mana jetzt ja so ein bisschen rauskloppen. So, Arbeiter, genau, der Anführer ist der Böse. Aber kümmere dich. Dann versuchen wir jetzt erstmal nochmal Schattenmagie und zwar einen Drachenhauch. Ja, Drachenhauch ist gut. Einmal blastern, schießen, schießen. Nochmal blastern. Und immer noch blastern. Und wir rutschen so ein bisschen vor uns hin. Und Bud, du könntest jetzt auch mal wieder was tun. Ach, die Regeneration haben wir vergessen. Ich Trottel. Ja, Regeneration mal bitte ein bisschen. Das hat jemand vergessen. So, eventuell ziehen die kein Mana, wenn wir sie auf Abstand haben. Die Hoffnung habe ich jetzt mal so ein bisschen. Aber das wird auch nicht mehr lange so sein. So, du machst Regeneration auf dich selbst. Nun, Katze. Nein, sie machen es auch auf Abstand. Alles klar. Ja, und Krankheiten gehen auch auf Abstand. Also es ist Jacke wie Hose, ob wir da jetzt rangehen oder nicht. Ist zwar nur ein Kratzer, aber ich wollte gerade noch die Krankheit von Bud heilen, aber nein. Spiel sagt nein. Spiel sagt Mana aus. Gut. Ja, die Blaster sind einfach verdammt schnell. Nur ein Kratzer. So, mit Erfolg geheilt. Sehr schön. So, dann darfst du dir das da reinziehen. Und ich glaube, dass unser Plaster nicht erkannt ist. Sollte nicht stören. Hä? Da ist doch ein Gang. Hä? Aber da ist nichts. Behalten wir im Hinterkopf. Keine Ahnung. Das ist strange.
Das da sieht auch nach Tür aus. Das ist eine Tür und das? Da ist nichts. Na gut, dann ist da nichts. Du solltest aber eine Tür sein. Ja, rauslocken hat ja das letzte Mal nicht wirklich funktioniert. Also Randa. Randa und du darfst mal schrapnellisieren. Ja, läuft ganz gut, solange du noch Mana hast. Du machst Piu Piu, ihr schlagt zu. Piu Piu. Nur eine leichte Wunde. Ah, das ist nicht ganz so gut. Und Mana für eine Heilung haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Doch, haben wir. Sehr schön. Sehr schön. Kratzer, aber kümmere dich drum. Weil wir waren ja mit der Regeneration noch nicht ganz durch gewesen. So, aber ein Kratzer? Der ist fast tot. Ihr Mana, beziehungsweise der ist tot. Der hat sich wahrscheinlich jetzt an unserer Schmerzreflexion selbst ein bisschen massakriert. Dann möchten wir ihn dann auch nicht davon abhalten, ne? So, du kannst noch mal stabilisieren. So, mit deinem Mana geht da 5-2 eine Heilung. Nein, geht nicht. Aber Bewahrung hatten wir, meine ich, gebufft. Also sollte nicht so schlimm sein. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. So, immer mal wieder probieren, ob sie Mana hat. Nein, hat sie nicht. Ja, wieder ein bisschen Feuer ins Gesicht. Dein Schrapnell habe ich vergessen. Ratatzeng. So, das Hauptproblem hätten wir. Dann, wo kommst denn du noch her? Egal. Kriegen wir hin. Ein Schrapnell. Und fast tot. Das Wasser erreichen. Ja, das mit den Krankheiten nervt ein bisschen. So, das ist dann auch mal wieder eine Tür, aber die möchte ich jetzt in dem aktuellen Zustand der Gruppe nicht unbedingt öffnen. So, wir gehen nochmal zurück in die Sicherheit und das verwirrt immer noch, dass da ein Gang ist und wir keinen sehen. Das ist ein bisschen seltsam. So, lauf, 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 lauf. Grün. So, dann mal bitte warten. Und Krankheit heilen. Und schlafen. Wieso habt ihr kein Mana regeneriert? Ah, nee, ich hab gewartet, nicht geschlafen. Ah, Konzentration, bitte. Um die Dumm. Es ist früh morgens, dann klappt das mit dem Denken noch nicht immer ganz so, wie es soll. Aber wird schon. So, Auge. Schild. Weil wir es können. Ja, für die Resistenzen bin ich jetzt zu faul, außer Feuer. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Rüstung. Und Schmerzreflexion. Ja, ich habe noch was vergessen. Ich weiß, es ist mir gerade eingefallen. Und ich finde es immer noch toll, dass das in Might Magic 8 ein Gruppenzauber wird. Weil so ist ein bisschen... Naja, egal. Wir ziehen das durch und dann wird alles gut. So, und zu guter Letzt machst du Eile. So, dann back into action. Ja, wir kommen gleich. Gib uns eine Sekunde, wir sind gleich da. Hier ist immer noch irgendwie ein Gang, das ist seltsam. Das sieht auch irgendwie nach Tür aus, ist aber keine. So, Tür. Nix.
ist ein Fahrstuhl. Alles klar. Ich hab's verstanden. Was ist das da? Ja, wir gehen mal rum zu den Leuten. Ja, erste krank, egal. So, zwei Anführer. Und nochmal irgendwelche Knöpfe. Oder? Sieht zumindest mal so aus. So, aber Konzentration bitte. Solange Mana, machen wir hier Ratatzeng. Du heilst deine eigene Krankheit. Eine leichte Wunde. Solange du noch Mana hast. Das, naja gut, Tacitus Mana haben sie jetzt geschlürft. Das ist gar nicht so schlimm. Bats Mana hätte ich noch gerne ein bisschen länger gehabt. Aber okay. Könntest du mal bitte nicht dich irgendwie vom Acker machen? Mach mal Piu Piu. Nein, geht nicht. Da wären wir jetzt dran gelegen, dass der da oben stirbt. Aber ohne Mana wird es schwierig. Kriegst du den mit deinem Verletzten? Nur eine leichte Wunde. Hat nicht funktioniert. Ja, Bart, halt bitte durch. So. Jetzt. Lass den doch mal nicht entkommen. Nee, das wird nichts. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. So, jetzt sind wir komplett manalos. Die Regeneration könnte jetzt mal ticken. Regeneration könnte jetzt mal ticken. Die Regeneration könnte noch immer mal ticken. Ich glaube, jetzt treffen wir das Ding vor uns. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich hatte doch Regeneration gebufft, oder? Bin mir da relativ sicher. So, das Problem haben wir weniger. Dann gehen wir noch... Ach, der ist auch schon gestorben. Das ist nett. Wahrscheinlich auch an unserer Schmerzreflexion. So, die Regeneration könnte ticken. Danke. So, jetzt haben wir Schalter. Irgendwas mit 8 Ecken, 4 Eck und 2 Dreiecke. Einfach mal von links nach rechts. Keine Ahnung. Sie sind mal alle unten geblieben. Keine Ahnung, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Wir schauen mal weiter. So, dann machen wir hier mal auf. Dem rutschen wir bitte auf die Pelle. Und machen wir bitte ganz viel Schaden. Und nicht zu viel Schaden einstecken. Und dann wird das. Weil das mit den Schaltern, mit der Kombination müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Also ich gehe jetzt davon aus, wenn es falsch gewesen wäre, wären die Schalter wieder alle nach oben gekommen. Falls überhaupt die Reihenfolge eine Rolle spielt. Also das ist ja auch nur so eine Vermutung. Wissen tun wir ja gar nichts. Sehr schwach. Und davon viel. Gut, dann machen wir hier mal der Reihe nach durch. Oh, wieder eine Druhe. Hallo, Herr Anführer. Ja, wir haben eigentlich schon keinen Mana mehr. Brauchst dich nicht zu bemühen. Brauchst uns da nicht irgendwie zu helfen? Wir wissen, dass wir keinen Mana haben. Und wir kommen auch ganz gut ohne Kampf. Nur ein Katze. Er kann's nicht lassen. So, Warrick. Oh, wieder grün. Och, Warrick. Und noch ein Blaster, 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 Blaster. Amethyst, das gibt Gold. Sehr schwach. Ja, Untote vernichten, wenn Bat sich mal nicht benimmt.
können wir Untote vernichten. Und wir haben ganze Menge Gold in der Tasche. Also gehe ich dann in der Pause nochmal trainieren. Und dann können wir nochmal Plaster weitermachen. Genau, dann kann ich mit Sicherheit mit den beiden Herren hier, na, obwohl, je nachdem, wie viel wir trainieren können, mit den beiden Herren noch Plaster Großmeister machen. Bad würde ich da auch noch gerne hinbekommen. Mal sehen, wie das funktioniert. Aber eigentlich wollte ich jetzt... Da ist der Blaster hin. Kannst du Waffe und Blaster? Scheinbar. Mach doch mal den Dolch irgendwo hin. Seid doch mal flexibel mit eurem Inventar. So, das dahin. So. Dann hatten wir alles aus der Truhe. Oh, das habe ich wohl nicht gesehen, dass da noch was hängt. Stimmt, wir suchen ja auch noch Roland. Der soll ja hier irgendwo sein und der soll ja auch einen Schlüssel für uns haben. Hat uns ja sein Bruder Archibald erzählt. Aber da ist er hoffentlich nicht drin. Da sind auch welche. Ja, die hängen auch so ein bisschen im seltsamen Winkel da rum. Aber ja, gut. Also wir müssen auch mal nach oben schauen. Und ja, ich schicke euch jetzt in die Pause, kümmere mich um alles. Und dann sehen wir uns gleich wieder.